wer guckt hier 16 zu 9? Sag mal, hast du was gegen meine private Kinobalken oder was? Hallo? Hallo, wollen wir den Chef sprechen? Ja, wer Chef? Ich Chef, er Chef, alle Chef. Okay, ja, ich würde mich gerne bewerben. Für was? Ja, als Helikopterpilot natürlich. Hast du was mit, so ein Zettel? Ja, natürlich. Dann rück mal rüber. Moment, muss ich kurz aus meinen Tasche das Klamm. So, ja, irgendwo habe ich die... Sehr geehrte Damen und Herren, hier bewegen, ich stelle das Haus wieder. Mein Name ist Pinguin. Ist wirklich Ihr Name Pinguin? Pinguin? Ja, was soll da? Ist er Lutti oder was? Ich bin doch bitte nur, ich will sie auch nicht absprechen, ne? Weißt Zeig du? Mir mal bitte deinen Ausweis. Das war bestimmt Fuhrhälter. Das muss ich sehen. Ich weiß nicht, wo dein Problem ist. Ich bin der Wingman. Ich bin, nachdem das Restaurant meiner Eltern in einer Kleinstadt mit dieser vor 5 Jahren, das hat es umgezogen, versucht seitdem von einem anstrengenden Job zu kommen, der fahren. Ich schien ja bereits jung, als verdient. Mahlzeit. Mahlzeit. Ja, mal die selber, ne? Hast du denn schon mal sowas gemerkt? Ich habe schon mal von meinen Eltern das letzte Long Lieferdienst gemacht. Also fahren kann ich auf jeden Fall. Also hier ist schon mal höher, mehr qualifiziert als der Restaurant. Und ich kann auch ganz viel Spanisch sprechen. Also für alle Kunden aus aller Welt. Ja, dann machen wir Spanisch. Bonjour. Warte mal, ich muss mal ganz kurz mit Nico unterhalten. Nico, komm mal mit. Lass dir das von Jordi erklären. Ich möchte das jetzt nicht nochmal breitschlagen. Ich bin ins Büro. Oh oh. Ich weiß nicht. Bitte nicht schießen, bitte nicht ins Gesicht. Lass mich vor. Auf die Knie. Aber. Auf die Knie, hab ich gesagt. Das ist auf dem Arsch, Video. Ist dasselbe. Du möchtest also hier beim Taxi arbeiten, ja? Ja. Du kennst die Regeln? Mit Blut rein, mit Blut raus. Und man wendet sich nicht gegen das Taxi. Nicht gegen Taxi. Nicht gegen das Taxi. Nein. Niemals wenden nein, gegen Taxi. Nein, nicht Taxi. Ich stell dir ein paar Regeln auf, ja? Ja. Du bist Praktikant. Ja. Du wirst gleich mit Tommy ein bisschen mitfahren. Ja. Der wird sich das angucken. Du hast 3 Aufgaben. Du fährst, du hörst und du bringst Ananas mit. Hast du mich verstanden? Ananas? Ananas? Ich mag Ananas. Achso. Du bringst Ananas mit. Ananas. Ja. Gut. Kriegen wir das hin? Ja, fahren nicht im Taxi ich nur und. Eine Beschwerde. Ja. Reiß ich dir die Hand ab, schieb sie so tief in den Arsch, dass du dir durch den Mund einen High Five geben kannst. Okay, das tut weh. Nein, nicht machen. Rührig. Ja! Dürfen wir jetzt auf den einprügeln? Nein, noch nicht! Was für Scheiße bauen! Scheiße. Lass mich Feuerblille abnehmen. Gut. Wir kommen als Praktikant. Rührig. Ja! Dürfen wir jetzt auf ihn einprügeln? Nein, jetzt nicht auf ihn einprügeln! Noch nicht! Wie, noch nicht? Noch nicht, komm drauf an, wenn du Scheiße baust, dann ja. Ich baue keinen Scheiße. Nicht gut. Gegen Taxi und Ananas und fahren und. Genau. Der Knicker wird ganz kurz Tommy ein bisschen was erklären und dann kannst du gleich mit Tommy mitfahren. Ich mache nicht mehr so lang. Ja. Rührig. Nein, nicht jetzt prügeln! Okay. Pack den Baseballschläger weg! Nicht prügeln oder er steht sie auf wie ein Ente. Was hast du gerade gesagt? Nein, mach ich nicht. Ich war nichts, was es ist. Es tut mir leid. Nein. Ich tut mir leid. Es tut mir leid. Er quietscht ja wirklich wie eine Ente. Das ist echt eine Ente. Hä? Also ja, ein Quietschen immer. Bei was genau? Gut, du fährst mit mir. Zuerst. Ich bin jetzt Leitze, wir kriegen Anrufe. Anrufe. Ja, und dann? Wie hast du den Schlüssel?
Und dann fahren wir, wir fahren die Hotspots ab. Das bedeutet sowas wie PD und Krankenhaus und sowas. Dann gucken wir uns mal um. Wenn einer kommt, dann müssen wir da hinfahren und ihn abholen. Okay. Gut, ping in den Wing-Ding. Dann zeig mal, was du kannst. Einmal zum PD, bitte. Natürlich. Kennst du dich hier schon ein bisschen aus in der Stadt? Ja, ja. Wohne jetzt schon seit 5 Jahren. Seit 5 Jahren? Seit 5 Jahren. Okay. Ja, ja, gut. Das ist ja gut. Bin ja stolz auf dich. Wir hoffen mal, dass wir Anrufe kriegen, dass wir denn viel zu tun haben, nicht? Guck mal, es ist jetzt sogar noch ein Taxi von uns. Das ist bestimmt der Brian. Der lebt bestimmt gerade. Ja. Ich glaube, du musst das vor deinem Motor nicht in Haltlein tun. Achso. Braucht noch jemand ein Taxi? So hört sich besser an. Achso, meinst du? Okay. Ich glaube, da braucht keiner ein Taxi. Wir fahren weiter. Willst du bald tanken? Ja, wir fahren zur Tankstelle. Okay. Du bist auf jeden Fall, ich muss auf jeden Fall sagen, du bist genauso sprachbehindert wie alle anderen auch. Du passt schon mal gut rein. Ist das ein Kompliment? Das ist ein Kompliment. Ein verrücktes, ein komisches, aber es ist ein Kompliment. Wir haben einen komischen Inder, der eine Kuh hat. Wir haben mich. Wir haben Shepard. Wir haben Tommy. Wir haben Brian. Und alle klingen so wie voll. Wir haben Willi. Und alle klingen so wie Vollidioten. Weißt du warum? Nein, warum? Damit die Fahrer sich besser fühlen. Ah, das ist ein Pedel. Was mit dem Penis? Ja, okay. Nee, alles gut. Oh, warte, wir haben einen Anruf. Taxizentrale Downtown Cape Röhrig. Hallo? Oh, das geht schon wieder nicht. Einmal zum State Prison. Ja. Ja, warum müssen wir jetzt den Padrino abholen? Wer ist das? Das ist ein Richter. Hat er kein eigenes Fahrzeug? Nee. Die sind arm wie Scheiße. Weißt du, warum wollen die nicht richtig arbeiten? Sind Beamte, richtig? Ja. Ja, kennt man. Alles Arschlöchers. Ja. Arschlöcher. Das sag ich doch. Ja, Arschlöcher, hab ich doch gesagt. Hab ich auch gesagt. Nee, du hast Arschlöcher gesagt. Ja, ich weiß, was ich gesagt habe. Was hast du denn gesagt? Ja, Arschlöcher. Nee, Arschlöcher. Ja, hab ich doch gesagt. Nee, du sagst Arschlöcher. Das du. Ihr Taxi ist da. Guten Tag. Hallo. Ich ruf gleich zurück. Nee, du sollst einsteigen, Idiot. Sonst lobe ich zurück. Ich hab grad mit dem Person... Hallo. Zeig Hallo. Ein jetzt! Ich hab zurückgerufen. Will die Schwurbel auch mitfahren? Was? Ob die Schwuchtel auch mitfahren, will er gefragt. Ah ja, nee, danke. Mit sowas steigen Sie nicht. Mit ein? Padrino, wo fahren wir hin? LST kurz runter. Zum Schlafenland. So. Ja, wo denn? Huch. Das Sand hier. Ja, das ist ein Biest euch da. Interessant. Ja, hier ist ein Schwulenclub. Ist was für dich, oder? Du bist gleich. Ah, ja. Wieso ist das ein Schwulenclub? Ja, Cockatus. Wir haben am LSC. Wir haben am LSC auch direkt schon einen neuen Gast. Huch. Oh, ist das eng hier. Toxizentrale Downtown, wir Röhrig. Für Wahrstelle. Na klar. Ach, sie werden den Flügel. Sind Sie neu hier? Was? Seien Sie doch nicht so frech. Ich will doch nicht einen Stinkefinger aus dem Fenster zeigen. Kurz. Einer meiner Jungs wird den. Fahren wir zum PD schnell. Wo ist? Der möchte 10.000 Dollar für, dass ich dich freuen lasse. Nee. Ja, aber ich hab kein Geld.
Halt mal an! Ich muss die Polizei holen! Ruf mal schnell an in die Bullen! Warte mal! Bullen! Schnell, Hilfe! Einer meiner Kollegen wurde entführt! Ich werde gerade ein Geisel genommen, wird einer! Was? Entführt? Ja, da wird einer als Geisel gerade genommen! Komm mal, Jungs! Wo bist du denn, Brian? Der fährt im Würfelpark! Mit was für ein Auto? Mit was für ein Auto fährt er im Würfelpark? Mit einem Taxi? Der war doch gleich hier. Was unterwegs, Cap? Welches? Wieso trägst du das da nicht ein? Au. Oh. Ja. Mr. Lingling. Wing Wing. Ja, hab ich doch gesagt. Richtig. Was geht ab? Seit wann fahren Sie Taxi? Seit paar Minuten. Seit was? Was? Da ist halt das vierte Taxi doch gerade vorbeigefahren. Hey, Polizist, Cap 02 wird geklaut. Hier ist zum Würfelpark. Ja. Ich rufe die Los an. Eieieiei. Was? Nigga! Da, Taxi! Das Taxi wird geklaut! Bei den Adler! Brian wird entführt! Brian ist entführt worden! Schnell hinterher! Da, von der wir fahren gerade im Würfelpark hoch runter die Straße. Die sind schon hinten dran. War vorbei, die da vorne sind das. Wir sind schon in Traum mit dem Bullen. Der wird ja wohl die $10,000. Wir jetzt setz dich auf. Rechts. Wir fahren jetzt hoch Richtung Galaxy. Jetzt fährt er hier links Richtung Galaxy. Dräng ihn ab, die Sau. Rein. Oh. Sehr gut. Au. Wir sind... Au. Scheiße, die Mutter. Au, wir haben ihn geschnappt. Au. Slitz den Auge an, Enter! Beim Galaxy, oh. Warum von unten Bauchnabel anfangen bis Hals hoch, einfach mit Messer! Oh, wir sind doch hier nicht bei dir. Der läuft, der! Au! Der kann noch laufen. Schnappt ihn euch! Bleiben Sie stehen oder wir tasern Sie. Fein um die Sau! Schieß ihm nicht die Scheiben raus! Steig mal aus! Wir belächeln ihn das nicht extra den Umweg. Umweg mitrechnen, das sind nochmal 6 Kilometer dazu. Oh nein. Oh, das sieht aber alles scheiße aus. Seit 15 Minuten in Dienst und schon so echt. Oh. Oh Mann. War erstmal eine Stresszigarette. Ich lauch gar nicht. Aber heute muss ich lauchen. Lauchen? Richtig. Dann schieben Sie mal mit der Röhre hier. Ich kann, schieben ich den bin... jetzt an den Straßenrand. Okay. Okay, jetzt schieben. Weil krieg ich das schon hin. Aua. Muss auch mitlenken. Wohin denn? Hast du auf N geschaltet? Geradeaus. Geradeaus. Leute, weiter rauf. Und dann da auf dem Bürgersteig. Auf dem Bordstein. Ja, nicht so schnell. Weiter schieben. Weiter schieben! Au! Wir sind schnell! Wir sind schnell! Stopp! Och, nee, nicht im Ernst, oder? Jetzt war's zu doll! Entschuldigung! Schönes Taxi! Oh, scheiße! Och, nee! Ich schieb mal von hier! Ich auch! Mit Berghof das Fahrzeug, oder was? Nein! Ja, klar! So, ziehen meinst du? Von hier meine ich. Hier runter schieben. So, klar. Gut, denn. Die nächste Abfahrt. Oh, nee. Los, hoch. Und schieben. Das gibt Kratzer. Gibi. Und lenken. Lenken. Wohin? Da laser links. Rechts. Den Berg hoch oder was? Boah, ja. Steigen sie aus. Ich mach das. Und alle Mann jetzt. Schieben. Ja, warte. Ich muss mein Auto holen. Wohin fahren wir denn jetzt? Aua. Vor, aus, hoch, Also so anstrengend ist das doch gar nicht. Doch. Nee, ich schieb auch immer Autos im Berg hoch. Ah ja, ist klar. Zieht zwar ein bisschen in den Knien, aber geht das schon. Licht. Lenken, ich seh lenken, das Licht. Lenken, ich seh das Licht. Bremsen. Oh. Schiebt ihr überhaupt mit? Ich kann doch nicht schneller. Oh, hier geht wieder bergab. Oh nein!
versuche den Schiebler jetzt aufs Auto an. Kommen Sie! Ja. Weiter! Weiter, weiter! Weiter, 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 geht nicht weiter, 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 weiter. Wir sind schon fertig, wir sind fertig. Achso, wir haben schon Kontakt. Achso, okay. Sag mal. So, jetzt ganz vorsichtig. Was? Ah, das Seil ist ganz schön dehnbar, wa? Das ist halt so ein Seil an sich. Ganz dafür keinen Arsch was von rein. Jetzt wollen sie anrufen. Taxizentrale Röhri. Holz. Gesundheit. Erzählen Sie mehr von zu Hause. So, wir fahren jetzt hier rechts in die Straße rein. Ja. Ja. Ja, der Typ ist mir egal. Brian ist mir egal, wie geht's im Taxi. Ja, der Typ. Der Brian ist mir egal, wie geht's im Taxi. Doch, kann ich. Nee. Ja, der Mitarbeiter ist mir doch egal. Wie gibt's den Taxi? Können wir jetzt mal stehen bleiben? Gut. Du kannst leider ab damit. Alles klar. Okay. Mir wird schlecht. Tschüss. Hör mir auf! Ah ja, das ist... Scheiße, oh mein Genick. Das war die Stange, die ist jetzt im Arsch. Die ist einfach abgerissen, ne? Ja, die ist bei mir drin. War das nicht das Auto vom Fischer? Bis zum Anschlag drin.